Lasst uns heute Abend hören auf die alttestamentliche Lesung des vergangenen 13. Sonntags nach Trinitatis, aufgeschrieben im dritten Buch Mose im 19. Kapitel. Der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor den Blinden kein Hindernis legen. Denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten, ich bin der Herr. Du sollst nicht unrecht handeln im Gericht. Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten recht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst nicht auftreten gegen deines Nächsten Leben. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Populärer Höhepunkt dessen, was wir gerade gehört haben, ist das berühmte Gebot: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das hat eine große Karriere gemacht, denn Jesus, gefragt danach, welches das höchste Gebot sei, antwortet: Du sollst lieben Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit allen deinen Kräften. Und das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Inhaltlicher Höhepunkt des Abschnitts, den wir gerade gehört haben, ist folgendes: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Das ist nun was vielen Leuten nicht so ganz nach der Mütze ist.
Also schön ist es, wenn man über die ganzen dummen und unheiligen Leute hinausgehoben wird. Ihr seid heilig, steht ja aber nicht da. Es steht da, ihr sollt heilig sein. Und zwar aus einem einzigen Grunde. Ich bin heilig, sagt Gott. Also wenn ihr mit mir in Kontakt sein sollt, dann seid bitte heilig und lebt heilig. Nun hat sich über die Jahrhunderte in unserem Kulturkreis eingeschlichen die Vorstellung, wer heilig lebt, der schwebt immer ein paar Zentimeter über der Erde, hat seine Augen zum Himmel hin verdreht und ist eigentlich gar nicht mehr ganz da. Und da sind die Gebote, die einzelnen Gebote, die wir gerade gehört haben, ein wunderbares Korrektiv. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. Naja, das Hebräische kann das nicht anders ausdrücken. Wir heutigen deutschen Leute finden bei dem Wort fürchten immer Angst haben. Steht aber nicht da, sondern es ist damit gemeint, dieselbe Ehrfurcht, die man auch gegenüber Gott hat. Also das Heilige zu respektieren. Die Eltern sollen uns heilig sein. Das heißt nicht, dass wir vor ihnen Angst haben müssen, sondern dass wir sie respektieren müssen, wie etwas sehr Kostbares, eben Heiliges. Und dieses Vater und Mutter ehren, weil sie etwas Heiliges sind, ist in ganz vielen Kulturen sehr verbreitet. Und ich habe den Eindruck, bei uns ist das ein bisschen ins Hintertreffen geraten im Laufe der Zeit. Das hängt damit zusammen, dass bei uns die innerfamiliären Bindungen und Verbindungen lockerer, um nicht zu sagen schwach geworden sind. Das ist eine kulturgeschichtliche oder kulturelle Angelegenheit. Darüber kann man nochmal gemeinsam nachdenken. Ich merke nur, dass wir kulturell uns von diesem Gebot ziemlich weit entfernt haben. Haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott, also spart euch Zeiten aus, die ich als euer Gott euch festgesetzt habe und besetzt halte, damit ihr den Kontakt mit mir erneuert und stärkt. Das ist ja gemeint. Also nicht, wie es im englischen Sprachgebrauch heißt, Bank Holiday, wo die Gelderfindungs- und Geldvermehrungsmaschinerie ihre säkularen Feiertage hält, sondern gemeint sind die Feiertage, an denen wir uns an Gott erinnern und den Kontakt mit ihm aufs Neue stärken. Und jetzt auch wieder ganz praktisch, du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Das ist ja eigentlich Selbstverständlichkeit, ne? Aber es wird eigens gesagt und es wird noch konkreter. Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Fragt ihr mal bei einem Menschen nach, der bei einer Leiharbeitsfirma beschäftigt ist, wie sein Arbeitsverhältnis geht. Also es wird spitz abgerechnet, welche Zeiten er gearbeitet hat. Die Pause, die man braucht für Mittagessen, zählt nicht zu dieser Arbeitszeit. Für die gibt es keinen Lohn für ihn. Und er kriegt seinen Lohn nicht etwa wie jeder normale Arbeiter, wenn der gelaufene Monat zu Ende ist, sondern erst 3 Wochen später. Solange behält sich die Firma, die ihn ausleiht, vor, das verwaltungstechnisch alles voreinander gebracht zu haben, welche Viertelstunden in diesem vergangenen Monat er nun gearbeitet hat und welche nicht und wie viel ihm also gutgeschrieben werden muss. Der Tagelöhner soll seinen Lohn kriegen am Abend desselben Tages. Der Billiglöhner heutigen Tags muss warten. Zum Glück gibt es ein Jobcenter oder Arbeitsamt oder wie auch immer und ein Sozialgesetzbuch 2, das dafür sorgt, dass der Tagelöhner auch am Abend noch satt zu essen hat.
Das ist aber eine Sache unseres Wohlfahrtsstaates, und der Arbeitgeber des Tagelöhners ruht sich darauf aus. So, jetzt aber genug von der Tagespolitik. Ich wollte nur zeigen, wie konkret alttestamentliche Gebote werden und wie sehr sie zum Menschen hin, und zwar zu dem in der schwachen Position hin, Stellung beziehen. Ich gehe jetzt nicht alles durch. Vor Gericht sollst du dich anständig verhalten, also nicht den Geringen vorziehen, aber auch nicht den Großen. Sei einfach gerecht. Das ist nun Gerede zu jemandem, der in der Position ist, Urteile zu sprechen. Das sind heutigen Tags Richter, aber in damaliger Zeit war Gerichtsverhandlung etwas Öffentliches. Es fand statt im Stadttor, wo alle Leute vorbeigehen. Also jeder, der vorbeiging, konnte teilhaben an dem Prozess der Rechtsfindung. Und einen ausgesprochenen, bestallten Richter gab es nicht. Es geschah öffentlich, sodass wer auch immer ein Urteil sprechen wollte, sich sicher sein musste, dass die zufälligen oder beabsichtigten Zuhörer mit diesem Urteil einverstanden wären. So können wir heute nicht mehr Gericht halten, das geht nicht, aber so war das. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Also alle Schandmäuler werden mit Duct Tape zugeklebt vorne. Du sollst nicht auftreten gegen deines nächsten Leben. Das betrifft schwere Körperverletzungen und Tötungsdelikte. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen. Es gibt kein Gesetzbuch der Welt, der das Hassen verbietet. Hassen steht nicht unter Strafe. Erst wenn aus dem Hass eine Straftat entstanden ist, wenn aus Hass einer umgebracht worden ist, dann erst wird der Staatsanwalt tätig. Das bloße Hassen. Also, du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk, und du sollst nicht auftreten gegen deines nächsten Leben, und du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Und nun geht dieses Gebot mit dem Hassen auf eine wunderbar lebenspraktische Weise weiter, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Das ist eine wunderbare Weise, mit Konflikten umzugehen. Wenn ein Konflikt da ist, bring ihn sofort aufs Tapet. Am besten bevor die Sonne untergeht. Sofort damit ans Tageslicht, dem Kontrahenten im Konflikt muss bekannt sein, was du in deinem Herzen bewegst, und am besten einer größeren Schar von Leuten auch. Und jetzt kann Rechtsfindung stattfinden. Jetzt kann ein Interessenausgleich stattfinden. Wenn aber ich mir den Mund gewissermaßen zuklebe und in meinem Herzen gegenüber dem, der mein Nächster ist und in meinen Augen mich übervorteilt, einen Hass aufbaue, aber nicht sage, dann kann es sein, dass ich irgendwann explodiere und gegen den Menschen gewalttätig vorgehe. Und dann lade ich Schuld auf mich. Wenn ich aber den Konflikt in seinem Entstehen schon offenlege, sofort dafür sorge, dass er bearbeitet wird, können beide Parteien schuldlos daraus hervorgehen. Das ist die große Chance. Also, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst.
Rache, lass die Finger davon, das überlass Gott. Und dann erst kommt der Satz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann, hier hat das Lektionar etliche Verse ausgelassen, um uns nicht zu langweilen. Wenn dein Fremdling, der bei dir im Lande wohnt, da ist, wenn der unter dir, mit dir zusammen wohnt, den sollst du nicht bedrücken. Du sollst ihn behandeln wie einer, der zu deinem Volk gehört. Das ist ein Gebot, das alleweil mal wieder aktuell wird. 2015 war es mal sehr aktuell und jetzt im Wahlkampf ist es das wieder. Denn der Fehler, diesem Gebot zu folgen, soll nicht noch einmal geschehen. Das ist nur eine spitze Randbemerkung zum Wahlkampf. Warum soll der Fremde bei dir wohnen, als wäre er ein Einheimischer? Weil du, der du dieses Buch für heilige Schrift hältst, selber ein Fremdling warst oder bist. Gehörst du zum jüdischen Volk, gehört in die Geschichte deines Volkes die Flucht aus der Sklaverei in Ägypten. Die Geschichte deines Volkes hat begonnen mit einer Flucht aus der Knechtschaft. Und weil das der Beginn deiner Geschichte ist, bist du allen Flüchtlingen gegenüber verpflichtet. Und wenn deine Geschichte nun einmal nicht genealogisch in das jüdische Volk hineinreicht, dann bist du als Christ doch auf eine spirituelle Weise ein Fremdling. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Oder anders gesagt, wir haben unser Bürgerrecht im Reich Gottes, das doch immer nur augenblicksweise mal sichtbar wird hier auf der Erde. Wo dieses Reich Gottes überhaupt nicht in Erscheinung tritt, weil es in dieser Welt nicht nach den Regeln des Reiches Gottes zugeht, werden wir, die wir Christen sind, uns immer fremd fühlen. Und dann sind wir die Fremden, die als Flüchtlinge auf diese Welt gekommen sind, aber einen Schatz in uns tragen, der danach drängt, geteilt zu werden. Und da haben wir dann an der säkularen Mehrheitsgesellschaft auch eine Aufgabe. So, jetzt habt ihr durch diesen Abschnitt aus dem dritten Buch Mose, aus dem Heiligkeitsgesetz, einen guten Rundumschlag abgekriegt. Und ich ende mit dem theologischen Spitzensatz der ganzen Geschichte. Sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Amen. Holy name, bless the